Hallo, mein Name ist Paula Potempa und ich bin Personalleitung und Coach für Stress- und Veränderungsmanagement in der Linzenich-Gruppe. Ich erzähle dir heute ein bisschen was zum Thema Schlaf. Die Schlafdauer variiert je nach Altersgruppen. Bei Erwachsenen sagt man in der Regel, dass 7 bis 9 Stunden Schlaf optimal sind, um die Erholung und die Leistungsfähigkeit zu gewährleisten. Es gibt verschiedene Schlafphasen. Zum einen gibt es die Non-REM-Phase. Das ist zum einen der leichte Schlaf, die Einschlafphase und der Tiefschlaf. Und zum anderen gibt es die REM-Phase. Das ist die Rapid-Eye-Movement-Phase, in der wir nur träumen. Ein gesunder Schlafzyklus besteht aus wiederholten Durchläufen dieser Phasen und beginnt immer bei der Einschlafphase und endet bei der REM-Phase. Im Durchschnitt dauert das Ganze zwischen 90 und 110 Minuten. Noch wichtig ist, dass die Tiefschlafphase dafür zuständig ist, dass der Körper sich erholen kann und die REM-Phase für die geistige Erholung und für das Verarbeiten von Träumen ist. Die Schlafumgebung kann die Qualität des Schlafs erheblich beeinflussen, indem sie Faktoren wie Licht, Lärm, Temperatur und Schlafkomfort beeinträchtigt. Die Ernährung spielt eine entscheidende Rolle für einen erholsamen Schlaf, denn man sollte sich wie in allen Phasen des Lebens einfach ausgewogen ernähren. Man empfiehlt oder ich empfehle auch, dass am Abend schlaffördernde Nährstoffe zu sich genommen werden. Das kann unter anderem eine Hand Cashew sein, die einfach ein Enzym enthält, die das Einschlafen fördert, und dass schwer verdauliche Mahlzeiten und das zu späte Essen am Abend gemieden werden. Darunter kann ein Salat fallen oder auch einfach Rohkost. Ebenfalls zu meiden am Abend sind Nikotin, Koffein und Alkohol, da diese verhindern, dass der Körper in die verschiedenen Phasen des Schlafs eintauchen kann. Schlafhygiene ist tatsächlich ein Erfolgsfaktor für einen gesunden Schlaf, denn jeder von uns kennt es, wenn man ein paar Tage hintereinander nicht gut geschlafen hat und morgens schon alleine mit schlechter Laune wach wird, und dementsprechend startet man nicht gut in den Tag. Deswegen empfehle ich, dass dem Thema Schlaf grundsätzlich etwas mehr Wertigkeit, Priorität und vor allem Wichtigkeit zugeordnet wird und jeder von uns Gewohnheiten entwickelt, die das Ganze fördern. Ich empfehle zum einen, dass man am Abend die Bildschirmzeit reduziert aufgrund des Blaulichts und stattdessen ein Buch in die Hand nimmt. Des Weiteren würde ich empfehlen, dass man feste Zeiten hat, wann man zu Bett geht, wann man aufsteht. Nutzt nur das Bett, um zu schlafen, da der Körper sich auch daran gewöhnt. Ebenfalls empfehle ich es, sich abends vielleicht nicht mehr mit dem Partner oder mit den Kindern zu streiten. Und zu guter Letzt, was ganz besonders wichtig ist, Bewegung und Sport in den Alltag zu integrieren, da diese einfach die Muskulatur ermüden und natürlich das Einschlafen am Abend fördern. Klar, es ist möglich, dass jeder von uns Schlafprobleme erst einmal selbst in die Hand nimmt und das Ganze auch ohne Medikamente, denn wie schon vorhin gesagt, ist es wichtig, eine ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise zu pflegen. Ebenfalls ist Sport und Bewegung ganz wichtig in dem Bereich, denn das reduziert das Stresslevel nachweislich. Es können Atemübungen am Abend genutzt werden oder auch geführte Meditationen, die das Einschlafen etwas erleichtern. Auch eine Ernährungsumstellung kann hilfreich sein, und wenn du Hilfe dabei brauchst oder einen neuen Trainingsplan benötigst, wende dich bitte an deinen Trainer im Club. Falls du allerdings dauerhaft Schlafprobleme hast, empfehle ich dir, einen Facharzt aufzusuchen. And I need you to-